So, da bin ich wieder. Nach einer kleinen Pause. Ich mache einfach mal weiter. Und guck mal, was mich alles so erwartet. Hui. Flip. Negativ. Wir fahren mit der nächsten Phase der Operation fort. Bereitet euch auf den Abzug vor. Jemand ist hier! Halt! Ja, das hat gut funktioniert, nämlich gar nicht. Sehr schön. Warum hat das so gut nicht funktioniert? Ich wollte nicht abnippeln. So, wisst ihr was, Leute? Ich habe eine Idee. Ich habe eine komplett neue Idee. Bin ja auch so strunzendoof. Zack. Zack. So, mal gucken, ob das funktioniert. Nehmen wir Pfeil. Machen wir so. Und schießen ab. So, dann haben wir nämlich Ruhe. Können wir nämlich in aller Ruhe. Guck. So. Zack. Das hat nicht funktioniert. Deshalb will ich hoffen, dass ich jetzt nicht wieder da lande, wo ich gerade war. Ah, war ja klar. So, da ist nämlich wieder so ein Spacko. Sind hier noch mehr Spackos? Hier ist ein Weg, hier scheint irgendwas zu sein. Und ein paar Pfeile. Sonst nichts? Nur ein paar Pfeile? Ist ja langweilig. So, über den einen haben wir abgenallert. Sind hier noch mehr? Ah, ein Rucksack. Okay, ich kann zumindest nichts sehen. Also ballern wir einfach mal hier rein.
das war nur eine Fahne. Sie sind ihr gegenüber wirklich loyal. Ich bewundere sie. Wirklich. Aber auch meine Geduld hat ein Ende. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt! Bitte! Bitte nicht! Hör nicht auf ihn! Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Na toll. Räumt die Zellenblöcke. Tötet sie alle. Glas, das Panzerglas, du Dummerchen. Auf dich auf. Er stirbt. Wir haben nicht viel Zeit. Verriegelt die Tür. Ich mach jetzt alle kalt. Alle Einheiten kommen. Wir müssen uns um sie kümmern. Wir sind fast in Position. Aber das Ziel nicht im Blick. Erwarte Befehle. Position halten und bereit machen. Die ist gefährlich. Verstanden. Zentrale, wir sind in Position und haben Sichtkontakt. Verdammt. Sie ist hier. Hallo? Haben Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Sichtkontakt zum Ziel. Wir kümmern uns darum. Signatur bestätigt. Klar zum Angriff. Tada! Super, jetzt fängt das schon wieder an.
Mist. Ich hasse das, 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 ich hasse das. Ich hasse das, ich hasse das, ich hasse das, ich hasse das. La 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 la. Boah, ist das mühselig, ey. So, 3 habe ich kalt gemacht. Mein Gott, ist das mühselig. Das ist echt zum Kotzen. Schade. Das ist wirklich mühselig. So macht das irgendwie gar keinen Spaß. Also wie viel habe ich jetzt kalt gemacht? Ich habe da schon keinen Überblick mehr. Yeah.
Das ist echt total langweilig, so zu machen. Naja, wenn aber nichts anderes übrig bleibt. Och man, ey, das ist viel zu langweilig. Habe ich noch? Jetzt noch. Ist jetzt nur noch einer da? Oder zwei? Oder. Ich hab keinen Überblick mehr. Ich hab keinen Überblick mehr. Ist das jetzt ein gutes Zeichen? Oh Gott, nein. Ich hab doch alle jetzt getötet. Lara. Ich bin hier. Lara. Hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Wenn ich das hier nicht überlebe. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Na dann, let's go. Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Haben wir das jetzt nicht schon gerade getan? Oder sitzen wir nur rum? Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn. Behütet dich. Mir ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.
drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Was hat er jetzt getan? Jacob, Sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real. Ja, sonst wärst du ja nicht hier. Mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Kitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher! Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Na dann erzähl mal. Wie jetzt? Wenn Sie bereit sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern. So einfach ist das.